Also, wie gesagt, herzlich willkommen zum zweiten Webinar von Erfolgreich mit Clara. Wir haben in der Vergangenheit schon einmal ein Webinar gehabt mit Alan Thiel und da ging es darum, ja, Erfahrungsaustausch ein bisschen zu streuen, wie halt eben andere Händler mit der Clara gestartet sind und was so die Hebel zum Erfolg waren, damit die Kollegen tatsächlich auch so ein digitales Gerät, eine digitale App im Einkauf auch wirklich einsetzen. Heute werden wir das Ganze fortführen mit einer zweiten Ausgabe und heute ist Turan Tavan von Du und Hof. Guten Morgen, Turan. Guten Morgen. Guten Morgen. Und neben mir sitzt auch einmal die Marie Brüggemann, die mich heute ja komplett unterstützen wird in diesem ganzen Webinar. Einmal kurz zu mir, ich bin Niklas Ansbach, ich bin Account Manager bei Fashion Cloud und betreue eigentlich schon von Anfang an die Clara App im Handel, also bei den Händlern und bin auch oftmals unterwegs, auch auf der Fläche und hole da viel Feedback ein und habe eben gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, die Clara App auf der Fläche zu implementieren, weil es doch ganz viele Blocker gibt, die man eben auch beachten muss und die man auch relativ einfach beheben kann. Und neben mir sitzt eben Marie Brüggemann. Marie, vielleicht kannst du einmal ganz kurz was zu dir sagen. Ja, hallo. Ich bin Marie. Ich bin seit Mitte des Jahres hier Mitglied, auch im Account Management. Und ich versuche tatkräftig, Niklas und seine Gruppe zu unterstützen. Genau, die Marie wird auch heute alle Fragen, die eben gestellt werden, die könnt ihr auch einfach in das Chatfenster schreiben und die können dann anschließend eben in den letzten Minuten, die wir heute eingeplant haben, dann auch gemeinsam beantworten. Super. Dann, Turan, vielleicht kannst du mal ganz kurz was zu dir sagen, wer du bist, was deine Rolle ist und vielleicht auch ein paar Worte zu Du und Hof. Sehr gerne. Also mein Name ist Turan Tavan, ich bin 28 Jahre alt, bin beschäftigt bei der Firma Du und Hof in Posthausen. Mittlerweile seit 10 Jahren. Du und Hof ist in Norddeutschland das größte Shopping-Center mit etwa einer 120.000 Quadratmeter Verkaufsfläche, ein Familienunternehmen, was es jetzt mittlerweile seit 109 Jahren auch schon gibt. Perfekt. Und du betreust eben die Clara App bei euch, ne? Genau, ich betreue die Clara App. Ich bin hier alles, was die Digitalisierung am POS quasi für zuständig, für die gesamten Bereiche als Projektleiter und bin bei Du und Hof an sich, meine Hauptaufgabe ist eben, ich bin Abteilungsleiter für die DOB und begleite halt eben alles, was die Digitalisierung betrifft im Verkauf. Super. Dann können wir auch einfach mal starten. Habt ihr dann letzten Endes oder wie sehen denn grundsätzlich bei euch die Prozesse für Einzelnachbestellungen aus jetzt ohne die Clara App? Und wie war das bei euch in der Vergangenheit? Wie habt ihr da Einzelnachbestellungen für eure Kunden betätigt? Wir haben das tatsächlich in der Vergangenheit in Papierform quasi gemacht, hatten dafür eben einen Bestellschein gehabt, bevor wir mit Clara gestartet haben. Wir haben uns dann irgendwann für Clara entschieden, weil diese manuelle Bestellung irgendwann einfach ineffektiv war und viele Probleme auch mit sich gebracht hat, wie zum Beispiel auch echt, also wir hatten da eben wahnsinnig hohe Lieferzeiten, die Prozesskette an sich war eben wahnsinnig lang, das Ausfüllen des Bestellscheins hat eben sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Man konnte halt eben keine Lieferverfügbarkeit eben prüfen, sodass dann halt auch im Zweifel dann im Nachgang, wenn der Kunde dann halt eben nicht mehr bei uns im Haus war, angerufen werden musste, dass eben ein bestimmtes Produkt in einer bestimmten Größe dann eben nicht mehr lieferbar war, weil man es eben halt nicht direkt auf die Bestände der Lieferanten halt eben zugreifen konnte über den Bestellschein. Und noch ein Problem war halt eben, dass man auch nicht auf weitere Farben, Artikel oder auch Sondergrößen zugreifen konnte. Auch mit einem Problem war halt oftmals tatsächlich, dass Unterlagen auch schnell verloren gegangen sind. Lieferanten mussten zusätzlich halt eben nochmal kontaktiert werden. Ja. Und das war halt eben insgesamt sehr, sehr, sehr problembehaftet und
wahnsinnig aufwendig auch das Ganze und letztendlich halt auch ja nicht zufriedenstellend. Ja, es soll ja eigentlich eher so ein Service-Gedanke eben sein, dass wir eben auch für den Kunden Ware besorgen oder Größen eben besorgen, die wir nicht vorrätig haben. Das ist aber eigentlich mit der Vorgehensweise, wie wir es vorher gemacht haben, einfach gar nicht aufgegangen. Und ja, das war so der Beweggrund, warum wir uns dann umentschieden haben oder eben umentscheiden mussten auch, um da eben eine bessere Lösung einfach zu finden. Und wann war eigentlich so dieser Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt entscheiden wir uns eben für die Clara-App und ja, wie seid ihr daran was noch vorgegangen? Was musstet ihr denn da noch für euch am Ende tun, damit das Ganze reibungslos vonstatten geht? Ja, wir hatten im Juli 2018 dann die Fashion Cloud hier bei uns im Haus zu Besuch und die uns dann, du Niklas, das ganze Thema Clara einmal vorgestellt hat und uns auch eine kleine Einweisung gegeben haben auf der Verkaufsfläche und so, dass wir eigentlich uns ziemlich schnell auch von dem Ganzen überzeugt waren, weil einfach von unserer Seite aus wir das Gefühl hatten, dass das eine wahnsinnig gute Sache ist, dass der Prozess wirklich gut durchdacht ist und dass durch Clara einfach viele unsere Probleme, oder das zahlt halt eben exakt auf unsere Probleme eben ein und die werden halt eben dadurch gelöst. Das war so der erste Berührungspunkt im Juli 2018, so dass wir eigentlich schon im August, also einen Monat später, schon eigentlich damit gestartet haben im Rahmen einer Pilotphase. Wir haben zunächst halt eben wirklich auf einen kleinen Bereich im Unternehmen begrenzt. Wir haben gestartet dann im August 2018 in der Herrenabteilung bei uns in Posthausen. Zwei Monate später dann die Pilotphase am Standort Kaltenkirchen durchgeführt. Eigentlich so die ersten Schritte. Wir hatten eigentlich wirklich einen ganz kleinen Bereich, auch nur 4 Tablets. Damals waren es noch Samsung-Geräte. Heute nutzen wir andere Geräte, auf die ich zum Schluss nochmal etwas näher eingehen möchte. Und mit 7 Marken halt, die tatsächlich zu diesem Zeitpunkt für uns zumindest angeknüpft waren. Ja. Wir mussten natürlich auch einiges dafür tun im Vorfeld, dass wir überhaupt in die Pilotphase starten konnten. Wir haben zunächst einmal alle Prozesse durchleuchtet und festgelegt, die wir tatsächlich auch dann halt wirklich schriftlich festgehalten haben und anschließend dann halt auch als Schulungsgrundlage oder Arbeitsgrundlage halt auch für Mitarbeiterschulung genutzt haben. Eine große Herausforderung war es auch, um überhaupt starten zu können. Das Netz an sich, das WLAN-Netz eben, das musste halt eben echt noch deutlich, wesentlich stärker ausgebaut werden. Bei der Größenordnung, die wir hier haben und bei dem echt riesengroßen Gebäude mit vielen Verwinklungen und so weiter, war es gar nicht so einfach, echt auch die letzte Ecke irgendwie im Unternehmen zu erwischen. Das war so zum Start echt mit Abstand einer der größten Herausforderungen. Man mag es eigentlich kaum glauben, aber das war tatsächlich so das, was für uns so den Start ein bisschen erschwert hat. Und das war so die ersten Schritte zumindest, die wir mit Clara hatten. Wir haben natürlich dann klar alle Mitarbeiter erstmal oder die für den Bereich dann zuständig sind in der Herrenabteilung, die haben wir dann alle geschult. Und einmal so fürs Verständnis. Ihr hattet jetzt quasi keine Stele bei euch gehabt, sondern wie du auch meintest, Tablets. Wo waren denn Tablets? Waren die denn irgendwie an der Kasse oder wo habt ihr die stationiert gehabt? Weil wenn du sagst, ihr brauchtet überall WLAN, dann wird es wahrscheinlich auch ein Gerät gewesen sein, was ja flexibel war und überall mal sein konnte auf der Fläche beim Kunden, ne? Richtig? Genau, das war tatsächlich, wir haben halt eben so kleine Points für die Mitarbeiter auf den Verkaufsflächen, wo die halt eben alle technische Geräte haben, wo sie dann eben halt auf das Warenwirtschaftssystem an sich und so weiter auch zugreifen können, was aber für den Kunden halt eben nicht zugänglich ist, sondern die Mitarbeiter haben dann halt eben auch das Tablet halt dort platziert, dort griffbereit eben gehabt. Und wir haben tatsächlich halt eben
ja keine Stillen gehabt, sondern so, dass wir uns echt mit dem Kunden frei über den Verkaufsflächen dann halt mit den Tablets auch bewegen können. Ja, super. Perfekt. Genau. Und dann meinst du, musst du ihr quasi einmal auch diesen Bestellprozess quasi einmal durchspielen, ne? Dass ihr für euch einmal testen konntet, wie läuft das Ganze, und da mussten die Kollegen ebenfalls abgeholt werden. Genau, wir haben dann eben anhand der nachfolgenden Unterlagen, wie man auch so schön sehen kann, klar alle Verkaufsmitarbeiter eben abgeholt, den Prozess einmal komplett auf der Verkaufsfläche auch getestet, haben auch natürlich Testbestellungen durchgeführt, mussten natürlich auch alle Fachbereiche auf der anderen Seite eben auch abholen. Was passiert eben, wenn die Bestellung ausgelöst wird? Was muss eben der Einkauf dafür tun? Die Mitarbeiter, die Kollegen, die halt im Stammdatenbereich arbeiten, welche Probleme gibt es? Da kamen halt eben viele Dinge auf. Klar, man muss halt eben unterscheiden zwischen Artikel, die bekannt sind, und die unbekannt sind. Da gibt es halt eben Unterschiede auch in der Artikelanlage, und da haben wir wirklich jeden einzelnen Step sind wir durchlaufen, haben eine Bestellung ausgelöst, haben geguckt, wie ist die Lieferzeit, wie kommt die Ware an, wie ist die verpackt, ja. kann die gut zugeordnet werden oder halt eben auch nicht. Und das haben wir einmal komplett sowohl auf der Vertriebsseite als auch auf in der Logistik und aber auch in der Artikelanlage einmal komplett durchgespielt und getestet. Ja, das ist ja auch gut gehalten, ne? Also auch für den Kollegen auf der Fläche, wenn er das Ganze bedient und dann vom Endkunden da was bestellt, dann gibt einem das natürlich auch mal Sicherheit, dass man genau weiß, wie es funktioniert und man da auch eine sichere Aussage geben kann vom Kunden, ne? Genau, das gibt auf alle Fälle für uns alle Sicherheit, für die Mitarbeiter auch, weil wichtig war uns wirklich, dass wir da einen klaren und reibungslosen Prozess haben. War echt wirklich keine Schwierigkeiten sind und auch nicht der Gedanke irgendwo auftaucht bei den Mitarbeitern, ja, hat ja nicht geklappt oder was auch immer eben, dass wir da echt auch nochmal wirklich auf Nummer sicher gegangen sind und ja, alles einfach getestet haben. Wir haben das so als kleines Start-up irgendwie gesehen, wie so ein, oder eine Denkweise wie ein Start-up. Haben wirklich alles getestet und ja, ausprobiert, gemacht und immer wieder auch geguckt, auch nach kurzen Phasen echt getestet oder geguckt, wie können wir den Prozess noch optimaler machen. Sind wir dann auch auf den Punkt gestoßen, wenn die Ware eintrifft, wie kann der Mitarbeiter halt das Ganze auch zuordnen? Woher weiß der Mitarbeiter eben, zu welchem Kunden gehört die Ware? Dann haben wir irgendwann mal nach kurzer Zeit auch schon eben auf das Tablet ein E-Mail-Postfach eingerichtet, so dass die Bestellübersichten, die halt täglich dann um 17 Uhr kommen, dass die Mitarbeiter im Verkauf auch die Bestellübersichten halt täglich bekommen, weil bis dahin sind wir oder zum Start haben wir noch so mit Excel-Listen quasi gearbeitet, wenn eine Bestellung ausgelöst worden ist. Wurden halt die Kundendaten und den Artikel, den der Kunde bestellt hat, separat in eine Liste festgehalten, sodass man das zuordnen kann. Das haben wir dann dadurch auch behoben, weil wir wollten halt echt so wenig Aufwand wie möglich haben für den Verkauf. Und das haben wir dann eben gelöst über den E-Mail-Postfach, den die Mitarbeiter dann auf der Fläche haben, wo die dann täglich halt die Bestellübersicht kriegen und dann, sobald die Ware eintrifft, auch den Kunden zuordnen können. Ja, kurze Zeit später haben wir das eigentlich noch mal weiter optimiert. Bei uns ist es so, dass wenn die Ware reinkommt, auf die Verkaufsflächen kommt, immer ein Auszeichnungsprotokoll an der Ware hängt. Das haben wir dann weiter ausgebaut und weiter optimiert, sodass wir halt eben die Kundendaten, also die Kommission eben, die Telefonnummer, auch mal die Adresse oder was der Kunde eben auch wünscht, ob er es per Post zugeschickt möchte, haben wir dann eben alles komplett auf dem Auszeichnungsprotokoll auch schon festlegen können, sodass man eigentlich im Zweifel nur noch in das E-Mail-Postfach gucken muss und nach einer Bestellübersicht suchen muss.
weil man einfach auf dem Auszeichnungsprotokoll, welches schon mit der Ware auf die Verkaufsfläche kommt, schon alle Daten eigentlich hat, die man benötigt, um den Kunden zu kontaktieren. Ja, also vielleicht einmal für die Teilnehmer hier, die jetzt gerade zuhören. Wir mussten natürlich aus Datenschutzgründen, haben wir hier einmal die kundenspezifischen Daten geschwärzt, aber eigentlich würden hier eben nochmal die Kundendaten stehen, beziehungsweise auch die Mitarbeiterdaten, damit eben das, was du auch meintest, Turan, man recht schnell die Ware auch weiterverarbeiten kann. Genau, genau. Ja, das war so bis dahin, war der Prozess eigentlich, ja, nicht eigentlich, der war komplett wirklich reibungslos. Wir haben alles durchleuchtet, alles gemacht, haben aber irgendwie festgestellt, dass wir dann eben doch noch nicht so wahnsinnig Erfolg damit haben, sodass wir dann, dass ich dann an dem Clara User Day am 28. Februar war das, an dem Event tatsächlich teilgenommen habe und aus diesem Event heraus eigentlich viele Erkenntnisse gewinnen konnte. Wertvoll war hier auch einfach der Austausch mit den anderen Händlern, die da waren, unter anderem für mich persönlich, weil es ähnliche Probleme waren, auch der Beitrag von Johannes Kaiser von L&T, der für uns wirklich wahnsinnig wertvoll war, weil da auch ziemlich der Prozess auch super durchlaufen war, super festgelegt worden ist, aber auch die natürlich so ein bisschen Schwierigkeiten hatten und so der Erfolg noch nicht so ganz da war. Und das war für uns ein wichtiger Tag auf alle Fälle, wichtige Erkenntnisse, die wir mitgenommen haben. Ja, Entschuldigung, das ist hier nochmal, das ist jetzt nochmal für die anderen Zuhörer. Das war ein Tag, wo eben einige Paare aus dem Handel eingeladen wurden, wo wir einfach so einen kleinen Austauschtag hatten, wo jeder einfach mal berichten konnte, wie es bei sich läuft auf der Fläche, man auch so Feedback sammeln konnte zur Clara App. Und eben das haben wir dann den Clara User Tag genannt, nur so einmal kurz fürs Verständnis. Genau. Sorry, kann ich nicht unterbrechen. Danke, nee, alles gut, klar. Das danke, dass du es nochmal eben erklärt hast, was es dann auf sich hatte. Für uns ist tatsächlich echt nochmal wahnsinnig wertvoll gewesen, eben weil wir bis dahin echt alles eigentlich ziemlich klar hatten, aber noch nicht so richtig Erfolg hatten. Und dann haben wir eben festgestellt, dass wir uns in der Struktur etwas verändern müssen, weil bis dahin tatsächlich habe ich das eigentlich im Grunde genommen eigentlich komplett alleine geführt, habe die Mitarbeiter dazu abgeholt, habe klar Informationen weitergegeben, aber das war halt eben für die Mitarbeiter noch nicht so sehr greifbar, das ganze Thema. Und so haben wir dann uns eben eine neue Struktur aufgebaut, die man dann gleich auch nochmal auf der folgenden Seite sieht. Wir haben einen Onboarding-Prozess festgelegt, wir haben die Mitarbeiter dann innerhalb der Struktur nochmal geschult. Und wir haben eben nochmal eingerichtet, dass wir echt regelmäßige Feedbackrunden, die wir dann einmal im Monat durchführen, in einem Zeitfenster von 45 Minuten, wo wir dann eben einmal alle Probleme nochmal angehen, aber auch über Erfolge sprechen und einmal den Monatsbericht, einmal das Reporting einmal komplett durchgehen und gucken, okay, wo hapert das gerade, wie ist die Bestandsverfügbarkeit, wie viele Bestellungen haben wir jetzt ausgelöst, welcher Bereich performt gerade gut und welcher halt eben auch nicht und was können wir halt eben dafür tun. Und ja, einmal kurz nochmal zu der Struktur. Das sieht dann jetzt mittlerweile so aus, dass ich das nach wie vor halt eben leite, das Projekt. Darunter sind halt eben sogenannte Power-User, die bei uns dann gleichzeitig auch die Teamleiter sind. Die sind halt wesentlich näher an das Team und somit konnten wir halt auch die Bereiche einfach noch weiter runterbrechen, sodass es einfach für die Mitarbeiter verständlicher ist, greifbarer ist, dass Menschen auch da sind, die für Rückfragen auch ständig dabei da sind. Und die einfach wesentlich näher an Mitarbeiter sind, so dass auch die Hemmschwelle der Mitarbeiter bei Fragen einfach nicht so groß ist, weil die einfach auf Menschen zugehen können, mit denen sie tagtäglich halt auch zu tun haben. Ja. Und das ist halt eben wirklich mit ein wichtiger Schritt für uns, der uns letztendlich auch wesentlich weitergebracht hat.
Ja, den Onboarding-Prozess, den haben wir festgelegt nochmal. Auch da war es eigentlich, dass wir relativ zu Beginn einfach ja nicht so sehr klare Informationen weitergeben konnten. Aktuell ist es so, ich glaube, wie bei das ist bei vielen anderen auch ziemlich ähnlich, dass wir die Informationen eben per E-Mail von der Festcloud erhalten. Wir überprüfen das Ganze, stellen natürlich die Zugriffsanfrage, führen nach jeder Freigabe immer eine Testorder durch und kontrollieren einmal den gesamten Ablauf der Bestellung. Mhm. Und dann geben wir eben Informationen weiter an die Mitarbeiter und holen uns dann nach kurzer Zeit dann halt eben auch Feedback von den Mitarbeitern, wie die Ware angekommen ist, ob es richtig war, wie der Lieferzeitraum war. Mhm. Eigentlich so komplett zu dem Prozess gehört. Ja. Also geht einmal quasi von dir die Information runter zu den Power-Usern hin zu den klaren Nutzern und dann nochmal quasi auch andersherum quasi von den klaren Nutzern hoch zu den Power-Usern, sodass du die Information erhältst und du eben als unser Ansprechpartner kannst uns dann immer direkt das Feedback dann geben. Genau. Und das Gleiche findet natürlich dann auch parallel halt in Kaltenkirchen an dem anderen Standort ja. genauso statt. Da gibt es dann halt eben auch die Power-User und einen Ansprechpartner, der dann die Informationen dann auch eben weitergibt. Also es ist exakt am gleichen Standort, am anderen Standort in Kaltenkirchen auch so. Mhm. Perfekt. Super. Ja, und wie aktuell, sieht das jetzt aus? Also ihr habt das jetzt alles einmal umgesetzt nach dem Clara-User-Tag, habt das alles mal neu strukturiert. Ja, vielleicht kannst du einmal kurz was zum Status Quo sagen, wie das jetzt bei euch aussieht, wie bei euch auch die Erfolge sind und auch das Feedback ist von den Kollegen. Wir haben tatsächlich echt wahnsinnig Erfolg aktuell damit durch die Umstellung und haben wir da echt einen rasanten Anstieg schon stark gemerkt. Aktuell ist es so, dass wir in 14 Abteilungen die Clara-App nutzen an den Standorten Posthausen und Kaltenkirchen. Mittlerweile ist es so, dass 94 Mitarbeiter bereits eine echte Bestellung ausgelöst haben mit Clara. Wir haben aktuell 25 iPads auch, nutzen wir auf der Fläche. Ich hatte zu Beginn ja gesagt, dass wir echt mit Samsung-Tablets angefangen haben, wo wir uns nach der Pilotphase einfach für das Apple-Produkt einfach entschieden haben, weil es einfach einfacher ist von der Bedienung her und das Feedback von den Mitarbeitern eigentlich auch ziemlich eindeutig war, dass die eben mit diesem Endgerät einfach besser klarkommen als mit den Samsung-Geräten. Heute ist es so, dass 68 Marken bei uns angeknüpft sind oder über Clara halt eben 68 Marken die Bestellung auslösen können. Mhm. Und wir mittlerweile wirklich einen deutlichen Anstieg haben, was Bestellungen angeht. Es kommen mittlerweile täglich Bestellungen rein. Im Schnitt von zwischen 5 und 8 Bestellungen haben wir pro Bereich, pro Standort aktuell täglich. Hm. Krass, ja. Das einmal so zum Status Quo. So ist es gerade, wie wir stehen. Wahnsinnige Begeisterung von den Mitarbeitern, die wirklich überaus glücklich sind, weil sie halt eben auch den Kunden natürlich auch dadurch wesentlich glücklicher machen können, weil die Lieferzeit einfach so wahnsinnig kurz ist. Die auch tatsächlich halt direkt auf den Bestand zugreifen können und gucken können, ist das Teil lieferbar, die können eben auf weitere Farben zugreifen und es ist natürlich auch eine extreme Zeitersparnis für die Mitarbeiter auf der Fläche, weil der Prozess einfach wesentlich kürzer ist. Wir haben jetzt aktuell so eine Bestellung, dauert bei uns eigentlich im Schnitt maximal eine Minute, ist die Bestellung ausgelöst. Wir haben vorher zwischen 7 und 9 Minuten gebraucht, weil eben sämtliche Daten gefehlt haben. Die Kundendaten mussten detailliert erfasst werden. Es fing ja schon damit an, dass man dann eben halt auch SAP-Nummern raussuchen musste, weil häufig eben Lieferantenauszeichnungen sind, die dann umgewandelt werden müssen dann eben in SAP-Nummern und so weiter. Es war letztendlich eben ist das ein wahnsinniger Zeitersparnis auch für die Mitarbeiter, die natürlich bei denen echt, ich glaube, man kann es nicht anders sagen, Begeisterung auslöst. Ja, das freut uns.
So muss es sein. Und auch. Perfekt. Tatsächlich habe ich hier nochmal zwei, drei Fragen. Ja, die eine Frage hast du schon beantwortet, eben mit den Geräten, was für Geräte ihr jetzt gerade nutzt. Eine Frage zu den Kollegen, die jetzt eben auch in diesen monatlichen Meetings mit dabei sind. Du hast einmal das Reporting angesprochen. Reporting für die, die komplett neu sind bei der Clara App. Es ist so, dass eben am Ende des Monats, beziehungsweise am Anfang des Folgemonats, man eben ein Reporting von uns in Fashion Class zugeschickt bekommt, wo eben eine Übersicht mitgeschickt wird, wie eben wo welche Bestellungen ausgelöst wurden, eben auch auf Markenebene, dass man sieht, wo habe ich eigentlich in welcher Abteilung was bestellt, einfach um komplette Transparenz zu erhalten. Und eben dieses Reporting, Turan, das nimmt ihr ja quasi mit rein in eure monatlichen Meetings, ne? Und da meine Frage, wie nehmen denn die Kollegen eigentlich auf? Also, dass ihr euch da auch wirklich die Zeit nimmt und da alle Probleme besprecht, wenn da welche sind, aber auch das Feedback aufnimmt. Wie ist so deine Einschätzung? Wie ist so das Gefühl von den Kollegen? Sind die damit zufrieden? Und was nehmen die dann auch wirklich mit auf die Fläche? Ja, es ist tatsächlich schon so, dass diese Meetings wirklich sehr wertvoll sind für uns, dass auch eine Zufriedenheit bei den Power-Usern, die daran teilnehmen, eine Zufriedenheit auch da ist, weil eben die auch da auch einfach Platz, Zeit und Raum irgendwo geschaffen wird, sich um Probleme zu kümmern. Und klar, es ist auch schön, irgendwo da auch dann zu sitzen, weil man eben auch ein Stück weit Verantwortung hat, weil man einfach dasteht und für das Team auch irgendwo spricht. Und wir merken halt eben schon, dass die Mitarbeiter ja sehr zufrieden sind durch die Meetings eben und dass der Informationsfluss auch einfach wesentlich stärker ist und besser ist, einfach durch diese Meetings eben. Ne? Super. Perfekt. Muss mal kurz gucken. Genau, du hast ganz am Anfang einmal was gesagt zu den Prozessen, die ihr dann angepasst habt, zu, ich glaube auch SAP, wo du dann eben nochmal die Fashion Cloud Nummer eingeben musstest. Vielleicht können wir da nochmal auf die Slides zurückgehen. Genau, vielleicht einmal, kannst du einmal kurz was zu Punkt 1 und zu Punkt 2 sagen, weil ich glaube, das war nicht ganz eindeutig, was ihr da geändert habt. To-dos für Einkäufe, was ihr da gemacht habt bei der Grafik. Ich sehe jetzt, auf dem Bildschirm steht jetzt noch Fragen und Antworten, wenn du nochmal eben zurückgehst. Okay. Fall 1 oder? Detaillierter Prozessablauf des Fall 1, ja. Da ist einfach, da haben wir eben mit dem Prozess festgelegt für den gesamten Einkauf und eben für unsere Mitarbeiter, die im Stammdatenbereich arbeiten, beziehungsweise in der Warenannahme, die Ware auch annehmen. Das ist halt eben bei uns so, durch SAP halt, dass der Prozess, wenn wir einen Artikel jetzt auf der Fläche hatten, aber nur die Größe jetzt ausverkauft ist und wir nur die Größe wirklich nachbestellen wollen, ist die Artikelanfrage anders, wie wenn wir einen Artikel bestellen, eine Farbe zum Beispiel von einem Artikel, den wir bisher noch gar nicht geführt haben. Also und da müssen wir halt eben unterscheiden in der Artikelanlage. Und darum geht es eigentlich in diesem detaillierten Prozessablauf. In der ersten Seite einmal mit bekannten Artikeln, das sind dann eben wie genannt Dinge, die vorher schon mal auf der Fläche waren, und auf der anderen Seite eben Ware, die unbekannt ist bis dahin. Super. Das schreibt das quasi einfach komplett nochmal, und damit sind wir dann halt auch, so wie der Prozess vorher beschrieben ist, sind wir eben ist das eine Schulungsgrundlage für Mitarbeiter, für die Power User auch oder auch für neue Mitarbeiter, ist das eben die Prozessbeschreibung für den Einkauf einfach und für die Mitarbeiter im Stammdatenbereich. Also quasi einmal, dass ihr da alle Abteilungen abgeholt habt, das, was du meintest, also eben alle einmal genau, wenn eine Order reinkommt, beziehungsweise auch, wie man eine Order bestellt. Also dass du quasi da alle Kollegen und Abteilungen abgeholt hast. Ne? Genau, richtig. Wir haben da alle abgeholt. Das ist so, dass ja
die Bestellübersicht, dann auch der Einkauf bekommen, beziehungsweise alle Bereiche bekommen, einmal eben unser Einkauf und alle, die einfach mit den Daten zu tun haben, bekommen dann auch die Bestellübersicht. Und hier haben wir dann anhand dieser Arbeitsgrundlage quasi oder dieser Prozessbeschreibung haben wir alle Mitarbeiter, die mit diesem Thema einfach in Berührung kommen, abgeholt. Super. Perfekt. Ansonsten, wenn es hier keine weiteren Fragen gibt, vielen, vielen Dank, Tuba. Ich glaube, du hast ganz gut erklärt, wie ihr quasi gestartet seid, was für Hürden da waren, was man beachten muss und letzten Endes aber auch, was für euch so der Hebel war für den Erfolg. Dafür vielen lieben Dank. Nochmal ganz kurz Ausblick. Du hattest ja einmal angesprochen, zum Clara User Tag. Wir haben tatsächlich am 21. November ein weiteres Event eben genau in diesem Bereich, quasi digitale Ordererfassung. Wir haben ja auch noch ein weiteres Produkt, also auch von Orderwriter jetzt auch hin zum Nachorderbereich als auch eben zur Clara App. Und da werden wir nochmal ein ganz großes Event haben, eben in Frankfurt am Main für ja, deutschlandweite Kunden, die sich eben da austauschen wollen. Es werden auch einige Marken dazu eingeladen und ich denke, das wird ein ganz spannendes und aufregendes Event. Da ist jeder herzlich zu eingeladen. Die Anmeldedaten stehen eben hier nochmal, wer sich dazu anmelden möchte. Und ansonsten vielen, vielen lieben Dank, Turan. Sehr gerne. Danke, dass ich das begleiten durfte. Ja, gerne. Und danke, dass du dein Wissen geteilt hast. Und auch vielen lieben Dank an die Zuhörer heute. Und falls noch mal Fragen sind, könnt ihr euch jederzeit bei uns melden. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss.